Ab jetzt wird es absurd, verstörend. Haltet euch fest, das ist das Allerschlimmste überhaupt. Das Video heißt WoWs Darkest Secret. Es ist ein Videospielmythos und dieses Videospielmythos ist, ich glaube, das heftigste, von dem ich jemals gehört habe. Wisst ihr was, Leute? Bevor ich mir das angucke, gehe ich mir erstmal einen Energy Drink kaufen. Hey, kann ich mit Standardkarte zahlen? Nee, Standardkarte geht nicht. Oh, okay, dann Bar. Barzahlung geht auch nicht. Ich werde nie wieder in meinem Leben Energy Drinks trinken. Bist du nicht der Kioskbesitzer? Alter, versuch's mal damit. Und? Wie ist es damit? Ja, wie viel willst du denn haben? 30, 40? Diese Metallkarte fühlt sich schon ziemlich geil an, muss ich zugeben. Aber was ist Revolut? Bei Revolut handelt es sich um eine globale Finanz-App. Die wird sogar inzwischen von über 18 Millionen Menschen genutzt. Revolut-Karten können individuell gestaltet und kostenlos bestellt werden. Ihr habt super viele Vorteile. Beim Online-Shoppen kann zum Beispiel viel gespart werden. Bis zu 40% bei Marken wie Adidas oder Nike. Rechnungen können unter Freunden aufgeteilt werden, was auch super hilfreich ist. Und ihr habt bei Revolut generell einen klaren Überblick über alle Ausgaben. Das Ganze kann zum Beispiel nach Händler, Kategorie oder Länder sortiert werden. Auch beim Reisen habt ihr viele Vorteile. Es sind sehr gute Wechselkurse ohne Verschwendung. Versteckte Gebühren, kostenloses Abheben an Geldautomaten weltweit und sehr gute Konditionen beim Senden und Empfang von Geld an andere Konten weltweit. Ihr merkt schon, Revolut ist krass. Ladet euch die App kostenlos herunter und nutzt meinen Link in der Videobeschreibung, das ist der erste, um einen Willkommensbonus von 20 Euro zu erhalten, wenn du die Karte bestellst und 3 Transaktionen durchführst. Ist ein sehr guter Deal, deswegen ab mit euch in die Videobeschreibung. Danke an Revolut für den Sponsor und jetzt geht es weiter mit dem Video. Muss man WoW kennen, um es zu checken? Nee, also ich persönlich habe auch nicht World of Warcraft gespielt, aber man muss World of Warcraft nicht gespielt haben, um zu verstehen, was da abgeht. Es ist so krass. I believe I've made a wow discovery that literally no one else has ever found. Genau, also es geht darum, dass dieser YouTuber in World of Warcraft etwas gefunden hat. Und er ist sich ziemlich sicher, dass er der Erste ist und der Einzige, der das zu dem Zeitpunkt gefunden hat. Weil er hat gegoogelt, so ein bisschen geguckt in Foren, Reddit und so weiter und so fort, ob jemand anderes ebenfalls darauf gestoßen ist. Aber nein, offenbar war er der Erste. This is the vanilla WoW world map. As you can see, there's only two continents, Eastern Kingdoms and Kalimdor. Let me ask you a question. Out of all the zones in these two continents, which one is the most forgettable? Welche Location gerät am krassesten in die Vergessenheit? Also ich persönlich habe keine Ahnung, ich habe WoW nicht gespielt, aber ich denke, es gibt einige. But there's one zone in Vanilla WoW that literally everyone knows about, but is almost universally forgotten. And that zone is Stone Talon Mountains. Also das ist ein Ort, da geht man nicht wirklich häufig hin. The zone itself has an extremely unusual design, and there really is nothing else like it in the game. Also es sieht nicht wirklich besonders aus. Scheint einfach nur ein Wald zu sein. Es gibt ein paar Berge und ist schon in Anführungsstrichen forgettable. If it's nighttime in real life, then it will be nighttime in game too. Ja, wenn es im echten Leben Tag ist, dann ist es auch im Spiel Tag und wenn es im echten Leben Nacht ist, dann ist es auch im Spiel Nacht. From the hours of midnight to 5 AM, music no longer plays in the zone. Instead, all you can hear is this strange wind ambience that sounds really freaky. Wenn du nachts in diesen Wald gehst, dann hörst du nicht wirklich Musik, sondern einfach nur diesen komischen Wind Ambient Sound. What's weirder is that at night, the entire zone has this creepy red tint to it for seemingly no reason. Also aus irgendeinem Grund haben die Spieler endlich ja gedacht, dieser Wald muss nachts gruselig sein. No other zone has effects like these at night. Andere Zones haben das nicht, das hat nur diese Zone. Und er hat sich gefragt, warum ist das der Fall? I'm making this because of a strange phenomenon that kept happening to my character here. Okay, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass, passt genau auf. Also er hat einen anderen Account, der ist ein bisschen low level und er chillt da ab und zu, beziehungsweise er hat diesen Account, um zu gucken oder nochmal Orte zu besichtigen, wo er früher nicht häufig war. Einfach nur, um sich das nochmal genauer anzusehen. Whenever I play WoW, it's always in the dark. That's how I noticed how weird Stone Talon Mountains was in the first place. Der Bruder ist eine Nachteule und deswegen spielt er das Spiel nur nachts. Ihm ist aufgefallen, dass mit diesem Gebiet irgendetwas nicht stimmt. Also da passiert etwas mit seinem Charakter. Ihr werdet gleich sehen, was. I didn't think anything of it until this happened. Okay, jetzt passt auf. This is a screenshot I took at 2:14 a.m. Also, sein Charakter ist plötzlich gestorben. Er weiß nicht warum. Also, 2:14 Uhr ist an diesem Ort sein Charakter einfach umgekippt. On the 20th of October 2020. I'm in the Windshear Crag part of the zone and as you can see, my character is dead. Also, es war kein Mob, der ihn irgendwie getötet hat. Der ist einfach nur umgekippt. The reason I took this screenshot is because my character just died instantly for no reason. I was just running around doing some quest when he just dropped dead. Jetzt könnte man denken, ey,
das ist doch wahrscheinlich fake. Man hat ja nicht gesehen, wie er gestorben ist. Aber schaut weiter. I kept this screenshot because I thought I would put it in a future production of mine, as at the time there was a lot of uproar about how badly Blizzard maintained Classic WoW. Am Anfang ist er davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich einfach nur ein Bug ist. Natürlich ist das komisch, dass er da nachts einfach umkippt, ohne dass ihn jemand wirklich umbringt. Aber natürlich geht man davon aus, dass es irgendein Bug ist. 24 hours later, and I am once again questing in the Windshear Crag. Everything was going smoothly until once again, bam. Boom. It happened. Again. Also ihr seht es hier oben rechts, es ist wieder um 2.14 Uhr passiert. Warum kippt sein Charakter um 2.14 Uhr immer um und stirbt? The next night, at 2.14 a.m., I would have my recorder on, just in case my character died again, so that I would have proof of this weird bug in action. Der ist jetzt wieder in diesem Gebiet, es ist 2.14 Uhr und er will sehen, ob dieser Charakter wieder umkippt, am dritten Tag. Und nichts. I waited around for a few minutes longer, but it just wasn't happening. Wie frustrierend muss das sein, wenn dir das zweimal hintereinander passiert, genau um 2.14 Uhr, dann nimmst du es auf und auf einmal passiert es nicht. I turned off my recorder, questing, but then, boom. Boom. Diesmal um 2.47 Uhr. Three deaths in a row, on three different days. But why was this one at a different time than the others? Also, er hat sich gefragt, warum ist es beim dritten Mal eine andere Uhrzeit? Das hat tatsächlich einen Grund. The only difference I noticed between the last shot and the first two is that on the last one, I was at the Charred Vale part of the zone. Whereas with the first two, I was in the Windshear Crag. Diese gesamte Zone hat nochmal verschiedene Parts. Und diesmal war er zwar in der Zone, aber in einem anderen Part. What if I went to the Windshear Crag at 2:14 a.m. Ah, nee, er macht folgendes. Und zwar geht er wieder zu dem Bereich, wo er bei den ersten beiden Malen gestorben ist, um 2.14 Uhr. Und diesmal recordet er. Das ist der Ort, beziehungsweise der Bereich innerhalb der Zone, wo er die ersten beiden Male gestorben ist, um 2.14 Uhr. Boom! Holy shit. I now had video evidence of this so-called bug in action. But honestly, at this point, I was starting to think there has to be something more to this. Und jetzt geht er nochmal zu dem anderen Bereich, wo er um 2.47 Uhr gestorben ist und schaut, ob er jetzt wieder um genau 2.47 Uhr stirbt. Ja, in dem einen Bereich passiert es immer um 2.14 Uhr und in diesem Bereich passiert es um 2.47 Uhr. 2.14 a.m. in the Windshear Crag and 2.47 a.m. in the Charred Vale. I didn't know what it was, but for some reason, at those times, my character would always just drop dead. It was as if there was an invisible GM playing some sort of practical joke. Ja, das hätte ich, glaube ich, auch gedacht, dass irgendein GM sich unsichtbar macht und den die ganze Zeit trollt. At the very top of the zone lies the third chasm, the Stone Talon Peak. I wondered if the weird deaths occurred there too. 2:28. 2:14 a.m. in the Windshear Crag. 2:47 a.m. in the Charred Vale. 2:28 in the Stone Talon Peak. Hier passiert es immer um 2.28 Uhr, hier um 2.14 Uhr und hier um 2.47 Uhr. I decided to do some hardcore research to see if anyone else had noticed this. Erstens hat er versucht herauszufinden, ob das schon einer anderen Person passiert ist. Und es ist keiner anderen Person passiert, beziehungsweise er konnte im Internet nichts darüber finden. Aber dann hat er versucht, generell mehr Informationen herauszukriegen. Except that 2 years ago, back when Classic WoW launched, an old Blizzard developer who had long since left the company, Mike Crond. Ehemalige WoW-Entwickler Mike Crond, Dave Berners und James Drake haben auf Reddit ein Q&A gemacht mit WoW-Fans. Dadurch hat er herausgefunden, dass Mike Crond dieser Zone zuständig war. He mentioned that he was behind zones such as Desolus, Feralas, Ashenvale and Stone Talon Mountains. Genau, Stone Talon Mountains, wo das passiert. Bei den Uhrzeiten, dass man einfach umkippt. Also er ist dafür verantwortlich, er hat das designt und jetzt versucht er ihn anzusprechen bzw. anzuschreiben auf Reddit, ob er vielleicht etwas darüber weiß. If anyone knew what was going on here, it would be this guy. Also er hat ihn angeschrieben und gefragt, hey, stimmt es, dass du an Vanilla WoW damals gearbeitet hast? Also Vanilla WoW ist sozusagen das klassische WoW. I didn't expect to get an answer. Also er hat keine Antwort erwartet, aber. He responded almost instantly. Yup. Okay, well, let's fucking go. It's better than nothing, I guess. I just had a question about one of the zones. Ich habe eine Frage über die Zonen. Also ist nichts Seriöses oder nichts Krasses, einfach nur Trivia. Und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht das Ganze beantworten kannst. 2 minutes later. Shoot. I've been on Classic WoW recently. Genau, er hat ihn angesprochen, er hat ihm das erzählt. Ich bin bei Stone Talon Mountains und da ist mir aufgefallen, dass mein Charakter an bestimmten Uhrzeiten einfach so umkippt. Weißt du etwas darüber? After I asked this, the guy just went completely silent. I'll be honest, I was pretty pissed off. Also er hat einfach nicht mehr drauf geantwortet. Und logischerweise war der Bruder hier pissed. Das ist halt fies, ne? Ich meine, er schreibt Jupp, dann schreibt er Shoot, dann antwortet er einfach nicht. Warum? Hat er keinen Bock zu antworten? Hat er irgendwas zu verbergen? So,
Case closed, I guess. Okay, ab jetzt wird es absurd. Also absurd im Sinne von verstörend. 10 months. 10 Monate später. 10 Monate später antwortet er dann doch. I get another message from Mike. The message literally just said the SoCal Lady Killer. Also 10 Monate später kommt er auf die Idee, dem Bruder zu antworten und schreibt einfach The Social Lady Killer oder SoCal Lady Killer. I'm like, what? No response. Danach kam keine Antwort mehr von ihm. The SoCal Lady Killer. The SoCal Lady Killer ist ein Nickname, also ein Spitzname, der einem unidentifizierten Serienmörder gegeben wurde, als in Southern California 3 Menschen starben. The modus operandi of the killer was seemingly genau, also man geht davon aus, dass diese Morde auf jeden Fall von einer Person begangen wurden. Das Problem ist nur, dass er unidentifiziert ist. Also es kam nie raus, wer der Mörder ist. Okay, jetzt wird's interessant. The first victim was 28-year-old Whitney Fangston. Die erste Leiche war die 28-jährige Whitney Fangston und am 2. August 1995 wurde ihr Körper gefunden. Her body was found on the outskirts of the Windshear Lumber Mill. Windshear Lumber Mill. Windshear Lumber Mill ist eine Anlehnung auf Windshear Crack. Police reports state that she was officially declared dead at 2. Sie ist 2.14 Uhr gestorben. 4 months later, on the 5th of December 1995, 25-year-old Sophie Riven was found in an... Also 4 Monate später wurde das nächste Opfer gefunden. Das war die 25-jährige Sophie Riven. Die Art und Weise, wie sie gestorben ist, beziehungsweise wie sie ermordet wurde, ist super ähnlich. Und sie wurde almost gefunden in... Almost identical state at a hotel room in the nearby village of Los Jared. Los Jared. At 2.47. 2.47 Uhr. Also das dritte Opfer war die 32-jährige Amy Brayson. Sie ist 2 Monate später gestorben, und zwar bei... At the base of Sockel Peak. Sockel Peak ist eine Anlehnung an Stone Talon Peak. That she was declared dead at 2.20. 2.28 Uhr. Aber die Frage ist natürlich, warum entscheidet sich ein WoW-Entwickler für so einen weirden Easter Egg? Und außerdem ist das so ein Fall, der nicht mal groß bekannt ist. Pretty weird Easter Egg. Das ist ein sehr komischer Easter Egg. What on earth made him want to add that in the game? Also er hat Mike angeschrieben und meinte, okay, ich habe nachgeguckt und ich habe das auch verstanden, aber ich muss sagen, es ist eine sehr komische Entscheidung für ein Easter Egg. Aber Mike hat nicht geantwortet. But this time. It was different. Diesmal ist das komisch, weil im Normalfall war er relativ aktiv auf Reddit. Aber nachdem er ihm geschrieben hat, gar nicht mehr. Gar nichts mehr geschrieben, in keinen Thread. Einfach nie wieder irgendetwas gepostet auf Reddit. Not many people know this, but the state of California actually has an online public database of all its residents that states basic information about them. Im California Republic Database kommt jetzt etwas raus. Da müsst ihr euch vielleicht festhalten. You're never gonna believe what I found. Also er sagt, ihr werdet niemals glauben, was ich gefunden habe. Michael John Cron, der ehemalige WoW-Entwickler, mit dem er auf Reddit geschrieben hat, hat sich umgebracht. Am 13. August 2021. Deswegen hat er auch nichts geschrieben. Das, was er ihm privat geschrieben hat auf Reddit, das war seine letzte Nachricht, kurz bevor er sich selbst umgebracht hat. Ladies and gentlemen, Mike Crond, World of Warcraft Developer from 2004 to 2006, was the SoCal Lady Killer. Er war der Serienmörder. Stone Talon Mountains, a zone which he designed. Es ist ein Mockery, könnte man sagen. Also er hat das designt im Jahre 2014, um keine Ahnung, seine Morde zu verarbeiten. Ich bin nicht ganz sicher, warum er das gemacht hat, aber vielleicht ist das die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. Stellt euch mal vor, ihr seid Blizzard und ihr findet im Nachhinein heraus, dass ein Mitarbeiter von euch, der an WoW programmiert, ein fucking Serienkiller ist. But if you aren't convinced yet, jetzt wird's aber noch krasser. Every single chasm has a rare mob that is a direct reference to one of the victims. Whitney Fangson died outside of the Windshear Lumber Mill. Meanwhile, in the Windshear Crag, there's an NPC called Taskmaster Whipfang. Taskmaster Whipfang. Also es gibt NPCs und Mobs. Also selbst die sind eine Anlehnung auf das, was er getan hat. Sophie Riven died in Los Jared. Meanwhile, in the Jared Vale, there's an NPC called Sister Riven. Also er hat selbst seine Opfer in das Spiel reinprogrammiert. Das ist abartig. The only safe place in the entire zone, the Sunrock Retreat. Okay, es gibt noch so einen zentralen Ort und das ist so abartig. Passt auf, passt auf. Is an NPC called Crond. Crond the Butcher. Crond the Butcher. Das ist er selbst. Er hat sich auch als Mörder in diese scheiß Gegend reinprogrammiert. Mike Crond knew that he was about to be found out. Thus, he ended his own life as to escape justice. Ja, und sein letzter Kontakt war einfach mit diesem YouTuber hier. But folks, do you want to know the worst part? Jetzt kommt das Allerschlimmste. Jetzt kommt das Allerschlimmste. Also haltet euch fest. Haltet euch fest, das ist das Allerschlimmste überhaupt. The worst part is...
I just made all that up. Er hat alles erfunden, das ist fake. Mike Crond is not a serial killer. Also Mike Crond ist kein Serienkiller. Es gibt auch keinen Serienkiller, es gibt keinen Mike Crond. Crond isn't even real. His picture isn't genau, dieses Bild ist auch nicht mal echt. Das ist, keine Ahnung, Deepfake oder so. There's no such thing as the SoCal Lady Killer. Even the character isn't even the same. Es ist alles fake. Aber jetzt fragen sich die Leute natürlich, warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du uns alle verarscht? Why did I make up this entire story? Genau, warum hat er sich diese ganze Geschichte selber ausgedacht? Und jetzt wird er es erklären, warum. If I can come up with an interesting and somewhat believable story that grips people enough to keep them listening for 20 minutes about the pissing Stone Talon Mountains, no less, then Blizzard has no excuse to not write a good story of their own. Especially with their ridiculously overpaid writing team at their disposal. Wow. Ja, genau, der ist halt so ein bisschen triggert über Blizzard und ihr Writing Team, weil das Writing wirklich schlecht ist. Und er sagt, guck mal, ich kann das theoretisch besser. Also ich habe ein 20-Minuten-Video gemacht, wo ich eine Geschichte erzähle, die auch irgendwo glaubwürdig ist. Und ich bekomme das alleine besser hin als dieses scheiß Writing Team von Blizzard. Er wollte das Writing Team von Blizzard hops nehmen. Get it together, you absolute amateurs. Richtig gutes Video aber. Und ich finde das so gut geschrieben. Ich weiß noch, wo ich das Video angeguckt habe auf meinem Fernseher. Ich saß da wirklich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's geglaubt. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich hab's geglaubt. Ich hab das von vorne bis hinten geglaubt. Und ich dachte mir, ey, eigentlich muss ich das im Stream angucken. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.